In diesem Video zeige ich euch das beste Bedwars Pack für die Bedrock Edition. Lasst 50 Likes da, wenn ihr weitere Texture Pack Videos sehen wollt. Und abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Denn 94,9% haben mich noch nicht abonniert. Joint unbedingt meinen Discord-Server, Leute. Denn bei diesem Discord-Server kommen Community-Events, ihr könnt mir in den Chat schreiben mit der Community und es wird alles zukünftig stattfinden. Joint auf jeden Fall auf den Discord-Server. Und ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. So, Leute, da sind wir und zeige ich euch nun das Pack. Also, warum ich das als allererstes als bestes Bedwars-Pack ausgewählt habe. Ich habe ein bisschen reingesucht und habe ein paar Bedwars Packs getestet und mir mal angeschaut und ich bin der Meinung, dieses Pack ist bislang, also meiner Meinung nach, das Beste. Es gibt natürlich viel bessere Packs von eurer Meinung nach, aber ich finde das Pack richtig nice. Und zwar, ihr fragt, wie das Pack heißt, das ist das Rosie 1K Pack und es ist ganz nice. Als allererstes haben wir die schöne Spitzhacke. Die Spitzhacken sehen folgendermaßen aus. Ich glaube, es ist ja sowieso nicht so wichtig als Bedwars Pack, was für eine Dia-Spitzhacke du hast oder was für eine Axt du hast. Weil im Bedwars Pack brauchst du sowieso einen Knockback-Stick, Goldschwert wahrscheinlich und die Rüstung und die Blöcke natürlich. Und jetzt zeige ich euch mal alles in Schnellformat und dann zeige ich euch die ganzen Bedwars-Stuffs. Hier sind wir die ganze Rüstung. Ich finde, diese Rüstung hat irgendwas, das gewisse Etwas auch. Nur dass leider diese Rüstung nicht übernommen wurde, weil das Pack ein bisschen älter ist. Ist aber nicht schlimm. Hier sind nochmal die ganzen Erze. Hier zeige ich euch nochmal das Essen. Hier haben wir nochmal einen goldenen Apfel. Ich kann euch mal gerne die Hotbar zeigen. Die Hotbar sieht folgendermaßen aus, in schwarz-weiß gehalten. Und mit goldenen Herzen natürlich. Also gelben Herzen in dem Fall. Aber es ist ja auch nicht schlimm. So, die Schwerter sehen folgendermaßen aus. Hier ist das Holzschwert, das Steinschwert, das Goldschwert, das Eisenschwert und das Diamantenschwert. Ich zeige euch mal den Bogen, wie das aussieht. Hat so eine Herzpart, voll nice. Und die Partikel sind auch extrem cool gelungen. Finde ich auch nice. Hier ist ja Wasser. Das ist nicht kein Wasser. Das Wasser. Hier, das ist das Wassereimer. Hier. Und hier ist der Lava-Eimer. Und die Lava finde ich sehr nice. Und das Stone Brick, also Cobblestone. Oh mein Gott, sieht das nice aus. Alter. Hier nochmal die ganzen Öfen. Zaubertable. Chest. Schlingt nochmal. Nur mit einer schwarzen Umrandung. Alles schön clean gehalten. Hier ist das noch ein bisschen. Hier ist es schön bunt. Verstehe. Hier sind nochmal die ganzen Verzauberungen. Hier sieht man die Verzauberungen so und die Sachen sind jetzt verschwunden. Das ist natürlich sehr gut von mir gelöst. Hier haben wir nochmal die ganzen Entities in der bösen Variante. Die sind natürlich nicht böse alle. Aber die sind. Greifen wir uns mal an. Hier sind nochmal die ganz normalen Tiere, die wir in der Umwelt sehen und wir in der Freizeit sehen. Und hier ist nochmal der Never. Ich finde, dieser Netherrack-Block, dieser Stein in dem Fall, sieht sehr schön aus. Soul Sand finde ich auch richtig nice. Und das hier ist nicht gleich geblieben. Und Nether-Quarz-Blöcke wurden, also die Erzblöcke wurden ja auch übernommen. Natürlich wurde das der antike Schrot oder Schrott nicht übernommen. Und sehen natürlich die ganzen neuen 1.16-Items wurden natürlich auch nicht übernommen. Aber ist auch nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Hier ist das Nether-Portal nochmal mit den ganzen Partikeln. Sieht sehr schön aus. Hier sind nochmal die ganzen Holzarten. Super, jetzt haben wir alles gezeigt, was man eigentlich normalerweise für ein Pack zeigen sollte. Aber wir sind ja hier in einem besonderen Pack. Und zwar ist das hier ein Bedwars Pack. Bei einem Bedwars Pack will man nicht um den heißen Brei reden, sondern will man direkt auf den Punkt kommen. Und ich habe mir schon was vorbereitet. Und zwar hier sieht ihr schon das Sandstein-Löckchen, das man ja benutzt, wenn man dich rüberbaut. Bei Bedwars zum Beispiel. Und ich habe direkt den Sprung versammelt. Na super. Aber wie auch immer, das ist auf jeden Fall der Sandsteinblock. Finde ich sehr ästhetisch. So, zeigen wir nochmal ganz kurz. Na, was wollen wir denn zeigen, Jungs? Wir wollen vieles zeigen. Warte mal, ich bereite mal alles vor. Dann kommen wir mal gleich. So, nun habe ich mein Equipment aufgestellt. Und zwar haben wir hier den Stick. Ich mag den Stick richtig. Und ja, guckt euch mal das Design hier von. Das ist ein bisschen klein, ich weiß. Aber guckt es euch einfach nur an. Sieht sehr schön aus. Und dann haben wir diesen Goldbahn. Das sieht sehr eigenartig aus. Aber ich finde, das hat sowas von so einer, wie soll ich sagen, so einer Kapsel. Das sieht voll nice aus. Es ist ein bisschen kleiner gehalten. Wir wollen mal ganz kurz den Sandstein hier. Ja, ich finde Sandstein richtig gut gelungen. Gibt es natürlich auch in einer anderen Variante. In den roten Sandstein in dem Fall. Muss ich nur finden. Ja, hier genau. Hier ist der rote Sandstein. Kaum Veränderung, wie ihr seht. Also das ist jetzt echt nicht viel Änderung mit sich gebracht. Was noch dazu gekommen ist, ist natürlich, wie seht ihr schon, im Himmel hat sich einiges getan. Ist nicht mehr so ein stinknormaler blauer Himmel, sondern wir haben einen schönen
grauen, ästhetischen Himmel. Und der Himmel sieht sehr grau aus. Sieht nach einem schlechten Wetter aus heute. Ich meine, trotzdem, ich finde, der Himmel sieht voll nice aus. Es hat was. Es ist so mysteriöse. Ey, das ist natürlich klasse, ne? Mitten in der Aufnahme fällt mein Handy runter. Aber Leute, es ist nichts passiert. Alles gut. Aber wie auch immer. Also, ja, das ist das ganze Pack gewesen. Falls ihr was vergessen haben sollte, ja, kommt gerne auf den Discord. Und habe ich ja schon Anfang des Videos erklärt, dass ihr auf den Discord joinen sollt. Hat sich das schon erledigt. Ich weiß, das Video ist ein bisschen kürzer gehalten als die anderen Videos. Ich meine, es ist ja nur ein Tetra-Pack. Es nur um ein Tetra-Pack geht, nicht um ein 5 Tetra-Pack, sondern nur um eins. Also, nimmt es sich nicht übel. Und wie gesagt, dieses Jahr kommen schöne, zahlreiche Videos auf diesen Kanal und auf meinen 2-Kanal eben. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt GVO. Haut rein, ciao.